Das war wirklich schon nicht mal mehr schön. Ich habe mal geschaut, aber Grafikkarte, CPU sind bei Weitem noch gerade mal bei 50% von der Auslastung her. Also bei Weitem noch nicht überlastet. Von daher wird es wohl doch etwas mit dem Spiel hier zu tun haben. Aber naja, was soll's. Grafikeinstellung etwas runtergeschraubt, Rechner nochmal neu gestartet. Und jetzt geht's auch einigermaßen wieder. Genug darüber gesprochen, lasst uns hier mal weiterschauen. Ein ganzer Raum voller Kisten. Aber wir können die nicht looten. Och nein. Schade, ich dachte, wir finden hier eine ganze Menge. Und hier ruckelt's schon wieder. Aber gut. Oh, zwei Kisten. Alter. Wo ist der? Ich bin gerade völligst erschrocken. Gut, nehmen wir erstmal mit. Nehmen wir auch mit. Wir sind noch nicht überladen, das passt. Frag mich gerade, wo der kloppt. Vielleicht hier oben? Ach, dort, okay. Ist das einer oder mehrere? Gehen wir erstmal auf Nummer sicher. Wozu haben wir die Schrotflinte? Ein Rechner. Kabellose Maus, alles am Start. Monitor ist von SU. Ich hoffe ganz stark, dass das noch nicht das Ende vom Spiel ist, weil letzten Endes gehen die Gleise ja nicht wirklich weiter. Aber wir hatten ja auch weiter vorne noch so ein Häuschen, wo wir nicht reingekommen sind. Da hätten wir ja noch links abbiegen können. Oder wir sind links abgebogen, hätten gerade ausfahren können. Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ging es da noch weiter. So, ja, mein Guter, beruhige dich. Huch. Das war keine böse Absicht. Kollateralschaden. Ach du Scheiße, geh doch weg. Ach komm, verpiss dich. Ich höre immer noch Schritte. Ihr stresst mich gerade. Ich wollte mir hier in Ruhe mal die schönen Räume angucken. Hier auch wieder dasselbe Bild. War wahrscheinlich damals mal im... Oh, was haben wir denn jetzt gefunden? Eine M9-Waffe. Jawohl. Probieren wir doch gleich mal aus. Sehr schön, neue Waffe, gefällt mir immer. So, die scheinen hier noch eine Etage weiter oben zu sein. Ah nein, so eine Kotzbrocken, Olle. Ach shit, wir sind voll drin. Ah komm, bitte hör auf. Damit habe ich gerade nicht gerechnet. Ja, ist gut. Okay. Ja, die ist kopflos. Frag mich, wo der gerade ist, der hier noch rumkloppt. Okay, hier scheint es an sich nichts weiter zu geben. War relativ nutzlos, jetzt hier oben hinzulaufen. Und zwar eine kleine Aussicht in den Wald. Aber hier durch die Scheiben bringt uns auch nichts. Okay. Was soll's, wir machen die Tür wieder zu. Nicht, dass hier noch fliegende Zombies kommen, die uns vom Dach aus überraschen. Hier drin haben wir alles gelootet. Hier drüben auch. Nein, hier ging es noch rein. Ich fast übersehen. Und hier hinten waren wir ja auch schon. Genau, das passt. Dann können wir uns hier erstmal wieder vom Acker machen. So. Hä? Ah, okay. Ja, die Türen wollen hier alle nicht so. Okay, aber wir kommen nicht durch, wenn wir sie nicht öffnen. Alles klar. Hier ist auch nichts weiter. Ach, komm on. Lass mich durch, bitte. Nein, es hängt jetzt. Ein Glück, ich dachte schon, wir stacken irgendwo fest. Wer kloppt denn hier? Mensch, meine Güte. Beruhig dich, Freundchen. Wie die Menschen, die schon eine halbe Stunde vor Öffnung des Ladens dastehen. Obwohl es bloß ein Lebensmittelladen ist und jetzt kein Apple-Laden mit einem neuen iPhone. Und dann schon wie die Zombies davor warten, dass sich endlich die Tore öffnen. Genau so könnte man den hier gut beschreiben.
Okay, wir finden auf jeden Fall eine ganze Menge Materialien. Das gefällt mir. Hier noch einer. Da vorne ist er. Ich höre noch einen. Bam. Ja, also loot-technisch sieht es ja verdammt loot aus. Loot-Dolph würde sich freuen. Okay, hier haben wir noch ein paar, dann probieren wir nochmal die schöne Waffe aus. 1, 2, 3. Ah, trotzdem 4 Schüsse. Etwas ärgerlich. Level up, jawohl, da haben wir es mal wieder und wir gehen direkt wieder auf Ausdauer. Jetzt haben wir Leben und Ausdauer auf derselben Stufe. Stärke und Schleichen, also Schleichen habe ich den Sinn und Zweck noch nicht ganz verstanden. Dadurch, dass die Zombies ja einigermaßen machbar sind, finde ich das Schleichen nur bedingt sinnvoll. Und das hat uns schon wieder abgezogen wie Sau. Also ich finde den Radius von den explosiven Fässern könnte man noch etwas verringern. Klar freut es mich, wenn es viele Zombies erwischt, aber dass wir teilweise so weit wegstehen und uns das so viel Leben abzieht, ist dann doch etwas unrealistisch. So, es wird schon wieder dunkel. Dann würde ich sagen, wir machen uns, da stand auch noch einer, wir machen uns erstmal wieder zum Zug. Wir sind sowieso überladen. Räumen den ganzen Scheiß aus. Vielleicht haben wir jetzt genügend zusammen, um uns diese Metallwerkbank zu bauen. So, Tür zu. 20 Metall brauchte die. Ne, das haben wir doch immer noch nicht zusammen. Hier haben wir 7 und wir können noch 4 dazu packen. Da haben wir gerade mal 11. Um Gottes Willen, da brauchen wir ja wirklich noch eine ganze Menge dafür. Aber so viele Kisten, wie hier rumstehen, könnten wir eventuell auch Glück haben. Erstmal noch was reinfuttern. Dann gucken wir gleich nochmal nach unseren Kartoffeln. Ah, das freut mich sehr mit den Kartoffeln. Weil wenn die dann alle fertig sind, na. Mach doch mal das Licht an, bitte. Oh ne, die brauchen noch eine Weile. Aber dann sind wir auf jeden Fall essenstechnisch so gut versorgt, dass wir wahrscheinlich die alten Reserven noch nicht mal aufgegessen haben, wenn schon wieder neue Kartoffeln blühen. Und dann sind wir auf jeden Fall von der Seite her erstmal safe. So, ich wollte hier nochmal durchgucken. Das Ding wissen wir immer noch nicht wozu. A simple tool for assembling metal furniture. Das brauchen wir bestimmt später noch. Den Dolch finde ich dumm. Killings 10 Mal to Stealth Damage. Dagger Weapon for Stealth Killings. Ah, okay. Aber an sich, selbst wenn wir neben anderen Zombies stehen und zuhauen, die hören das ja trotzdem nicht. Den Bogen wollten wir uns auch mal noch basteln. So, Schränke haben wir schon. Und hier haben wir bloß noch Wände. Den Ofen haben wir und die Metal Workbench, die wollen wir noch bauen. Okay, also an sich haben wir ja fast alles gebaut, bis auf die Werkbank und die Wände. Aber ich finde es aktuell auch noch nicht unbedingt nötig, dass wir uns ein eigenes Haus bauen. Vielleicht kommt es ja dann noch so Richtung Endgame, dass wir uns da noch eine riesen Basis bauen können. So, dann werden wir uns mal noch kurz verbinden. Danach esse ich noch einen Riegel. Oder vielleicht auch 2. Dann trinken wir noch 2 Schluck. Ah nein, das war Energy, das war dumm. Oh oh, ist das die letzte Flasche zu trinken? Aber wir haben noch dreckiges Wasser, dann lasst uns das mal noch schnell abkochen, bevor wir schlafen gehen. Wir zumindest wieder ein bisschen Flüssigkeit zu uns führen können. So, und weiter. Ich frage mich, wie er das alles ohne Topf macht. Aber beschweren tue ich mich nicht. Wäre ja schlimm, wenn wir noch Töpfe finden müssen und die am besten auch noch kaputt gehen. Ja, ja. Wenn die Spiele zu realistisch werden, wird es auch irgendwann einfach zu schwierig. So, na komm, mach etwas schneller, mein Freund. Wir werden langsam müde, da kommen wir ja gar nicht zu unserer gewohnten Zeit ins Bett. Wird bestimmt schon 19 Uhr sein. Heute mal wieder länger aufgeblieben. Hat uns Mama erlaubt. Lief was Gutes im Fernsehen.
Und die letzte gleich noch. Und dann haben wir es auch schon geschafft. So, sehr schön. Danke für eure Geduld. Dann trinken wir mal noch einen Schluck. Und gleich noch einen, dann haben wir 89%. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, vielleicht aber auch nur 79. Nö, 89. 88, na 1% hat er schon wieder verbraucht. Da konnte ich ja nichts dafür. So, wir gucken mal auf die Zeit. Ich sag, oh, nur 7:30 schon. Mensch, wir müssen schlafen. Los, trotzdem 12 Stunden. Drunter geht nichts. Und dann schauen wir mal, was wir gleich noch alles Schönes zu looten finden. Waren ja auf jeden Fall noch eine ganze Menge Kisten, die ich schon im Augenwinkel gesehen habe. Und ich möchte mir unbedingt diese Metallwerkbank bauen. Ich hoffe stark, dass wir damit noch coole Sachen machen können. Hätten wir vielleicht schon viel eher tun sollen, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es benötigt ja auch eine ganze Menge an Materialien. Okay, wir sind schon wieder relativ vollgepackt, deswegen würde ich sagen, wir packen hier mal noch ein bisschen was raus. 15 Kilo, na komm, die leeren Flaschen können weg, dann sind wir bei 14. Die Granate hauen wir jetzt auch erstmal raus. Hier würde ich gerne eins wegpacken. 12 Kilo ist mir immer noch zu viel. Dann packen wir mal hier noch 5 Energies weg. 11 Kilo auf 10 würde ich ganz gerne kommen. Pistolenammo. Nehmen wir mal die Hälfte raus. So, dann haben wir 10 Kilo. Damit wir auch mal wieder ein bisschen was mitnehmen können und hier nicht alle 2 Minuten zurückrennen. So, wie spät haben wir es denn? Okay. Ich guck bloß wegen der Folge. Damit ich euch immer schön Hallo und Tschüss sagen kann. Und nicht einfach so mitten im Game auf einmal eine Unterbrechung ist. Gut, hier hatten wir ja durchgeguckt. Hier kam der eine Zombie raus. Da kommen wir aber auf das gleiche Gebiet. Trotzdem schauen wir hier natürlich nochmal durch. Ich hätte gern überall Metall. Metall, Metall, Metall. Hier haben wir noch was. Ich höre auch schon wieder... Oh, Munition. Okay. Ah, wir hätten uns gleich mal einen neuen Baseballschläger machen können. Ach, vielleicht zwei, aber der hat nichts gehört. Nö. Schrei doch nicht so rum. Bei einem schreit er nicht die Kiste an. Was kann denn die Kiste dafür? Hm? Aber immer nett, dass ihr wartet, bis eure Kollegen tot sind. Das macht es mir etwas einfacher. So, Munition ohne Ende. Das ist meistens kein gutes Zeichen, wenn einem das Spiel sehr viel Munition gibt. Aber dann sind wir hier auch schon durch. Dann gucken wir nochmal vorne lang. In den Kisten waren wir, genau, das passt. So, ich trinke jetzt mal ein Energy, was soll's. Ich möchte hier etwas schneller vorankommen. Gucken wir mal noch. Hier ist zu, okay. Wir haben schon echt ein ganz paar verschlossene Türen gehabt, in denen wir nicht reingekommen sind. Gleich am Anfang die. Ich glaube, in dem ersten Dorf danach gab es auch eine. Jetzt hier schon wieder 2 Stück. Also ich frage mich, wo die ganzen Schlüssel dafür sein sollen. So, ich glaube, hier hatten wir schon, ja, hier hatten wir durchgeguckt. So, da ist noch ein schneller, den würde ich ganz gerne mit unserer schönen M9 erledigen. Bam, 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 bam. Ach, shit, hallo, was ist los? Jetzt aber. Okay, hier haben wir bloß Müll. Ach, schöne Flasche. Leere Flaschen aus dem Müll. Sind mal wieder Pfandsammler Nummer 1 hier. Gut, was haben wir hier noch? Holz. Ich hätte gern Metall, nicht nur Holz. Gebt mir, ja, ihr gebt mir Metall. Vielen Dank. Und nochmal. Das ist sehr, sehr nett. Wir brauchen 20 Stück davon. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben 8 schon eingesammelt. Und wir hatten auch schon ein ganz paar im Zug. Das heißt, wir müssten es fast geschafft haben, dass wir uns die Metallwerkbank bauen können. Vielleicht können wir damit unsere Ausrüstungsgegenstände reparieren. Das wäre natürlich äußerst dufte. Und er hat schon wieder Hunger. Wahnsinn. Ah, shit, ein Schneller. Und wieder ganz gekonnt gelöst.
Mittlerweile habe ich den Dreh raus. Ach, schon wieder überladen. Okay. Gut, dann machen wir uns nochmal zum Zug. Schauen wir, ob wir diese schöne Werkbank bauen können. Und was wir vor allem auch damit anstellen können. Was war denn hier los? Was ist denn mit den ganzen Anhängern passiert? So, ja, ich weiß, du bist außer Puste. Beruhige dich bitte. Okay, dann packen wir jetzt erstmal das Holz weg und hier den ganzen Spaß. Weil wir müssen ja das Metall einstecken. Achso, wir könnten aber nochmal was probieren, weil das ist ja so äußerst schwer und wir hatten ja herausgefunden, dass uns das... Hä? Jetzt sagt er, wir sind überladen, obwohl das vorher nicht auf die Gewichtsanzeige ging. Das irritiert mich etwas. Wie viel haben wir denn hier? Haben wir doch noch Platz. Wir packen das jetzt erstmal kurz hier raus. So, und jetzt würde ich ganz gerne das... Da wäre ich über... Okay, wir können vielleicht nur eine gewisse Anzahl an Kilo hier oben tragen. Jetzt zwar nicht hier unten auf die Kilos, aber... Naja. So, jetzt haben wir 24. Wir brauchen aber nur 20. Jetzt müssen wir hier wirklich ganz schön managen. Nein, jetzt habe ich es genau falsch rum gemacht. Das war natürlich äußerst hohl. Na. Ach so, wir sind aber auch... Obwohl, wie viel wiegt denn das? 24 Kilo. Naja, wir wollen ja plus 4 wegbringen. Hauen wir hier mal eine 4 rein. So, dann haben wir 20 davon. Ach, Mist. Los, jetzt weg alles hier. Wie viel Holz brauchten wir denn dafür? 5. Wir werden doch noch 5 Holz tragen können, oder? 22 Kilo sind es insgesamt. Okay, jetzt bauen wir die. Jawohl, wir haben es endlich geschafft. Create advanced metal furniture and new workbench tables. Okay. Sehr, sehr geil. Wir haben es. Dann würde ich sagen, die ist aber relativ groß. Dann bauen wir die doch hier drüben hin. Vielleicht hier etwas weiter hinter. So. Sieht doch ganz gut aus. Mal gucken, wie lange wir hier... Ah, und dafür brauchen wir jetzt wahrscheinlich, weil ich kann nicht draufhauen, dieses Ding hier. Haben wir jetzt noch 2 Metall, ja, ne? Haben wir und Holz auch. Dann bauen wir uns mal das Ding. Steht ja auch da. Für Metall. Okay, haben wir auch. Dann jetzt einmal... Okay, genau, klappt, super. Oh je, das dauert ja Ewigkeiten. Aber was soll's, Metallarbeit dauert nun mal auch ein bisschen länger. Was möchte man da machen? Na komm. Einmal alles mit so einer Schraubzwinge. Und wir haben's. Jawohl. Wie lange habe ich darauf gewartet, dass wir endlich mal dieses schöne Ding hier haben? Das freut mich. Dann gucken wir jetzt mal kurz, was wir hiermit machen können. Smelted scrap metal into metal ingots. Okay, wir können anscheinend sowas wie flüssiges Metall oder Metallbarren herstellen. Ach du Scheiße, das kostet ja schon wieder übelst viel. Ich dachte, wir können hier coole Sachen bauen und dabei geht nur ein was. Also 3 von den Zahnrädern und 1 von dem Maschinenteil. Das haben wir auf jeden Fall. 5 Flaschen haben wir auch, aber wir brauchen wieder 10 Metall, die wir jetzt natürlich nicht mehr haben. Okay, dann suchen wir gleich mal noch weiter nach Metall. Ich würde bloß mal kurz wieder unser Inventar auffüllen mit den Sachen, die wir brauchen. Einmal das, einmal das. Granate lassen wir jetzt erstmal hier. So, essenstechnisch würde ich jetzt die Kartoffeln mal schnell kochen. Ach, und da brauchten wir Wasser, ja? Ist natürlich Mist. So viel Wasser haben wir gar nicht mehr. Ach Mist, ich dachte, wir können schön mit unserer Kartoffelfarm und uns unendlich von diesem schönen Kartoffelsalat herstellen, aber es benötigt natürlich auch Wasser. Das heißt aber, dass je nachdem, wie nah wir jetzt schon am Ende des Spiels dran sind, ich mir vielleicht doch eine kleine Hütte baue an dem schönen See dort unten, dass wir dort immer schön Wasser nachzapfen können. Weil wir müssten ja wieder leere Behälter kriegen, oder? Nein, wir kriegen keine leeren Behälter, wenn wir das hier verkochen. Oder habe ich gerade... Nee, wir gucken nochmal. Nö.
Das ist natürlich ärgerlich. Ich hätte gedacht, dass wir wenigstens die leere Flasche wieder zurückkriegen. Ist aber leider nicht der Fall. Okay, das war's dann mit der Taktik, dass wir uns hier unendlich Essen machen können. Das ist natürlich etwas schade. Warum kriege ich denn da die... Wir werden doch das Plastik nicht mitverkochen. Wenn wir das essen, kriegen wir ja auch nicht die Schale wieder, ne? Ah doch, wir kriegen es, wenn wir es essen wieder. Okay, Taktik geht wieder auf. Ein Glück, ich hatte kurz Angst. Ich mag das immer nicht, wenn wir die ganze Zeit Zeitdruck im Nacken haben. Ich hätte gern alles so durchdacht, dass wir uns hier wirklich auf Ewigkeiten aufhalten können. Und das können wir ja dann, wenn wir unser Haus am See haben. Und uns dort unendlich Wasser und Nahrung zapfen können. Sehr gut, also geht die Taktik doch wieder auf. Ich würde sagen, das war's erstmal mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Lasst gerne ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.